Liebe Genossinnen, liebe Genossen, verehrte Gäste, die Gesellschaft verändert sich und das stellt uns vor neue Herausforderungen. Die Märzwahlen waren für uns bitter und sie haben uns noch mal eins ganz deutlich gemacht. Abstiegsängste und Hoffnungslosigkeit sind ein guter Nährboden für Rechtsradikalismus, für Rassismus und für Rechtspopulismus. Wer also vom Rassismus redet, darf vom Neoliberalismus nicht schweigen. Für uns folgt daraus zweierlei. Wir müssen einerseits verlässlich Haltung zeigen und unverändert ein Bollwerk gegen Rassismus und Rechtspopulismus sein. Und wir müssen zudem offensiv um Veränderungen kämpfen und für soziale Garantien streiten. Politik ist aber nicht nur eine Frage der besseren Forderungen. Es ist auch eine Frage von Mehrheiten. Dabei geht es um Kräfteverhältnisse, um gesellschaftliche Bewegungen, um Kämpfe. Und ja, es geht dabei auch um Macht. Und deshalb betrifft uns der Niedergang der Sozialdemokratie in ganz Europa. Einst stand die Sozialdemokratie für soziale Gerechtigkeit. Ihr Herz galt der Arbeiterschaft. Ihre Machtzentren waren die Industriestädte. Doch diese Epoche der Sozialdemokratie ist vorbei. Sie liegt in ganz Europa am Boden und wird vom transnationalen Kapital und von Konservativen am Nasenring durch die Manege gezogen. Das sozialdemokratische Gerechtigkeitsversprechen, das kann mit Ihrem Ansatz nicht mehr eingelöst werden. Die SPD will vielleicht, aber sie kann nicht. Und das hat etwas mit Veränderungen zu tun. Die nationalen Parlamente sind immer machtloser und werden durch Erpressung gezwungen, menschenfeindliche Kürzungspolitik durchzusetzen. Der alte Klassenkompromiss, von dem beide Seiten profitieren sollten, ist längst von einer Seite aufgekündigt worden. Es gewinnen nur noch die einen, die Klasse der Superreichen, die einen Krieg gegen alle anderen führt. Wer also heute soziale Gerechtigkeit will, der muss bereit sein, sich mit den Superreichen und dem Finanzkapital anzulegen. Doch genau davor schreckt die Sozialdemokratie zurück. Technischer Fortschritt verändert unsere Art zu produzieren und zu kommunizieren in immer kürzeren Zeitabständen. Doch die gute alte Sozialdemokratie steht fremdelnd davor. Die internationale Politik ist im Umbruch. Wir haben die Zeit der Kriege und der großen Fluchtbewegung. Außenpolitik lässt sich eben nicht, innere Volksschaft, also eine verantwortungsvolle, eine friedliche Außenpolitik lässt sich eben nicht in der Manier der neuen Mitte, innere Volksschaft der USA durchsetzen. Wir brauchen eine neue, eine wirkliche Friedenspolitik ohne Waffen und ohne Interventionskriege. Hinzu kommt, Europa ist auf dem Weg zu einem Kontinent der Einwanderung, wo es vielfältige Identitäten gibt. Doch diese neue Welt gestaltet die Sozialdemokratie nicht mit. Sie verwaltet vielmehr ihren fleischgewordenen Opportunismus. Und das scheint ja sogar der Papst weiter, sodass selbst ich als Laizistin ihn mal zitieren muss, denn wie schön sind die Städte, die das krankhafte Misstrauen überwinden. Wie schön sind die Städte, die reich sind an Räumen, die verbinden und die Anerkennung der anderen begünstigen. Zitat Ende. Ja, Integration, wie wir sie meinen, beginnt damit, den anderen willkommen zu heißen und beginnt damit, Räume für Begegnung zu schaffen. Und es ist doch bezeichnend, wenn sogar der Papst in puncto Einwanderung weiter ist als die Sozialdemokratie. Um es zusammenzufassen, die schwindende Bedeutung von Nationalstaaten, Globalisierung, technischer Fortschritt, der Wandel der Arbeitswelt, all das verändert die Bedingungen von Politik in einer Art und Weise, die ein sozialdemokratisches Weiter-so unmöglich machen. Und ich sage das ohne Häme, denn auch ich kenne viele redliche Sozialdemokraten. Aber auch sie konnten nicht verhindern, dass in den großen Fragen und Konflikten der letzten Zeit, sei es die Friedensfrage, die Fluchtfrage und der Eurokrise,
die Sozialdemokratie in ganz Europa ein Totalausfall war. Und nur um Missverständnisse auszuräumen oder zu vermeiden, wenn ich hier die SPD kritisiere, so rede ich wahrlich nicht einer Stärkung der Union das Wort. Diese CDU mit ihrer schwarzen Null ist doch der Garant für mehr soziale Verunsicherung. Und Angela Merkel hat an ihrer Seite bekanntlich Horst Seehofer. Und wer will schon eine Regierung, die von diesem irren Grenzfetischisten aus Bayern permanent getrieben wird? Angesichts dieser Entwicklung, liebe Genossinnen und liebe Genossen, fällt uns eine Aufgabe zu. Und zwar die Aufgabe, das Versprechen der sozialen Gerechtigkeit in dieser globalisierten Welt zu erneuern. Doch dieses Versprechen kann heute belastbar nur als internationaler demokratischer Sozialismus erneuert werden. Und zu dieser linken, notwendigen Erneuerung gehört eine handlungsfähige, europaweite Bewegung, die ein demokratisches und soziales Europa neu begründet. Zweitens, dazu gehört, den Wandel in der Arbeitswelt zum Ausgang zu nehmen. Drittens, verlässlich soziale Schutzmacht im Alltag zu sein. Viertens, die Bereitschaft, sich mit den Superreichen und dem Finanzkapital so richtig anzulegen. Und fünftens, eine konsequente Friedenspolitik und eine neue internationale Bündnispolitik. Und all das ist undenkbar ohne grenzübergreifende Solidarität und ohne Weltoffenheit. Zur Neubegründung Europas. Wir tragen hier als Linke in Deutschland eine besondere Verantwortung dafür, die Austerität, also die Politik der Kürzungsdiktate, zu Fall zu bringen. Wir sind die Linke im wahrscheinlich mächtigsten Land Europas. Wir sind die Linke im Herzen des Krisenregimes. Versagen wir, so wird es für alle Linken in Europa schwerer. Gewinnen wir, so wird es für alle leichter. Und so ist es unsere Aufgabe, die Heuchelei der EU-Eliten offenzulegen und Klartext zu reden. Als es darum ging, die Kürzungsdiktate durchzudrücken, da haben die EU-Eliten zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Und in der Flüchtlingsfrage waren sie nicht in der Lage, zusammenzukommen. In der Flüchtlingsfrage haben sie all die Werte, die sie davor noch gepriesen haben, verraten. Das ist die Realität in dieser EU. Und all den Regierungschefs, die den dreckigen Deal mit der Türkei zur Flüchtlingsabwehr abgeschlossen haben, den möchte ich in ihre Gesichter schreien. Bei wie vielen Toten im Mittelmeer und auf den Fluchtrouten liegt denn eure persönliche Schmerzgrenze? Bei wie vielen toten Kinderleichen im Mittelmeer liegt denn eure persönliche Schmerzgrenze? Auch deshalb. Deshalb brauchen wir ein ganz anderes Europa, ein Kontinent der Gerechtigkeit und des Friedens. Und ich streite für solch ein Europa. Für ein Europa, das nicht in Stacheldraht und Flüchtlingsabwehr investiert, sondern in Flüchtlingsschutz und Frieden weltweit. Für ein Europa, in dem niemand betteln muss, sondern die große Idee von Rosa Luxemburg, dass alle soziale Garantien des Lebens haben, verwirklicht ist. Für eine europäisch koordinierte Arbeitslosen- und Sozialversicherung, damit jeder in allen unterschiedlichen Ländern arbeiten kann, ohne große bürokratische Hürden. Und für einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Kurzum, mein Herz schlägt für ein Europa, in dem soziale Garantien und Klimaschutz Verfassungsrang haben und das Handeln bestimmen. Sind die EU-Eliten so unendlich weit entfernt. Und deshalb muss dieses Europa neu begründet werden. Deshalb verbünden wir uns mit anderen Linken in ganz Europa. Um die Kräfteverhältnisse auf diesem Kontinent zu verschieben, befördern wir, wo wir nur können, eine europäische Bewegung. Und diese Bewegung reicht von den Platzbesetzungen im Süden über die M25 mit Yannis Varoufakis bis hin zu Jeremy Corbyn. Uns eint ein Ziel. Austerität und Abschottung gehören abgewählt und zurückgedrängt, und zwar in ganz Europa. Um
um zukunftsfähig zu sein, müssen wir den Wandel der Arbeits- und Lebenswelt zum Ausgang nehmen. Der Gedanke der Solidarität machte einst die Gewerkschaften stark und die Sozialdemokratie stark. Wenn morgens alle gemeinsam durchs Werkstor gehen, da ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit auch leicht greifbar. Aber das, was einst als Proletariat, als Arbeiterschaft galt, setzt sich neu zusammen. Es gibt Migration. Wer von uns lebt denn noch dort, wo er geboren wurde? Wer von uns arbeitet noch dort, wo er aufgewachsen wurde? Menschen kommen zu uns, andere gehen weg. Und in diesen Zeiten braucht es ein erneuertes Verständnis von gemeinsamen Interessen. Es braucht eine Solidarität, die wie ein rotes Band all jene verbindet, die nur ihre Arbeitskraft als Ware haben. Und dieses Band der Solidarität muss reichen von der Kernbelegschaft, den Leiharbeitenden, dem Erwerbslosen oder der Erwerbslosen, der Solo-Selbstständigen am Laptop bis hin zum illegalisierten Migranten. Das ist die Bandbreite von Solidarität heute. Gerade wenn sich alles immer schneller verändert, braucht es auch verlässliche Größen. Und dazu gehört unbedingt und unverhandelbar soziale Gerechtigkeit. Deshalb verteidigen wir jede Wohnung gegen Räumung. Deshalb kämpfen wir gegen jede Kürzung bei Bildung, Frauenhäusern oder sozialen Diensten. Und lasst uns immer wieder deutlich machen, wir, die Linke, wir sind die soziale Schutzmacht im Alltag. Wir sind die soziale Schutzmacht in diesem Land. Mit Sozialabbau und Sanktionssystemen wie Hartz IV schließen wir keinen Frieden. Niemals! Und in diesem Zusammenhang ist es mir auch ganz persönlich eine große Ehre, ein neues Mitglied in unseren Reihen zu begrüßen. Ulrich Schneider ist Autor vieler lesenswerter Bücher, ein hartnäckiger Streiter für die Rechte der Armen, seit 1999 Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und obendrein spielt er in einer Rockband. Herzlich willkommen, Ulrich Schneider, in unseren Reihen. Wir freuen uns sehr. Genossinnen, liebe Genossen, soziale Gerechtigkeit lässt sich heute nur noch im Vorwärtsgang verteidigen. Wer soziale Gerechtigkeit will, muss die Kämpfe um eine andere Zukunft aufnehmen und das heißt eintreten für einen demokratischen Sozialismus. Wenn wir die Wirtschaft demokratisieren, das Öffentliche stärken und vergesellschaften, dann können sich die Lebensperspektiven grundlegend verändern. Um in diesem Sinne voranzukommen, müssen wir uns mit den Ratingagenturen, dem Finanzkapital und den Superreichen anlegen. Je konkreter wir das tun, desto wirksamer. Dazu ein Beispiel. Mit den Panama-Papieren wurde ja öffentlich, dass Milliarden am Fiskus vorbeigeschmuggelt wurden. Schon das ist empörend. Der eigentliche Skandal beginnt doch schon viel früher. Ja, was sind denn das für Verhältnisse, die es Einzelnen ermöglichen, so viel Geld auf einmal anzuhäufen? Ein Reichtum, der mit nichts, aber auch nichts zu rechtfertigen ist. Nehmen wir zum Beispiel VW. Ein Vorstandsmitglied bekam dort 2015 das 222-fache der niedrigsten Einkommensgruppe bei VW. Das 222-fache. Haben die wirklich das 222-fache geleistet? Hier sind Obergrenzen nicht nur angebracht, sondern längst überfällig. Obergrenzen für Einkommen in einem Unternehmen sollte beim 20-fachen des niedrigsten Einkommens Schluss sein. Und ein Manager, der mit 1 Million nach Hause gehen will, muss der Reinigungskraft 50.000 Euro zahlen. Und wer nicht in der Lage ist, die niedrigsten Einkommensgruppen ordentlich zu bezahlen, der hat auch keine Millionen Boni verdient. Nun schafft diese
diese Maßnahme alleine nicht die Macht des Kapitals und des Finanzkapitals ab, aber sie reduziert die Möglichkeit, massiven Reichtum anzuhäufen. Und sie ist zu kombinieren mit weiteren Maßnahmen zur Reichtumsbegrenzung und zur Regulierung der Kapitaltransfers. Im Sinne einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Und das ist eine Überlegung, die uns direkt zur internationalen Politik führt. Die internationale Politik steht vor einem großen Schlamassel. Auseinanderfallende Staaten, wohin man schaut. Der angebliche Krieg gegen den Terror hat die Terrorgefahr nicht verringert, ganz im Gegenteil. Und der Westen hat weltweit die Glaubwürdigkeit von Demokratie zugunsten seiner wirtschaftlichen Interessen geopfert. Und was macht die Regierung von Merkel und Gabriel in dieser Situation? Sie macht immer mehr, und zwar vom Falschen. Die Rüstungsexporte gedeihen. Deutsche Waffen werden in alle Welt exportiert und mit ihnen wird auch in Bürgerkriegen getötet. Um dann die Flüchtenden, die aus eben jenen Bürgerkriegsregionen fliehen mussten, zu stoppen, reist Angela Merkel in die Türkei, um sich dort mit Erdogan zu verbünden. Ausgerechnet Erdogan, der gerade dabei ist, die Demokratie abzuschaffen. Und der Vizekanzler Gabriel schließt Bündnisse und Abkommen mit Diktatoren in Nordafrika. Und Ursula von der Leyen wirkt für eine weitere Militarisierung. Das ist doch alles absurd. Das, was diese Regierung treibt, ist das Gegenteil von verantwortungsbewusster Außenpolitik. Wir müssen diesen Wahnsinn, dieses sicherheitspolitische und außenpolitische Harikiri stoppen. Dazu brauchen wir auch einen neuen Anlauf in der internationalen Kooperation. Und dieser Neuanlauf muss als erstes mit einer Unterstellung aufräumen. Der Unterstellung, Militäreinsätze seien Ausdruck von globalem Verantwortungsbewusstsein. Also halten wir noch einmal unmissverständlich fest, was immer auch im Jahr 2017 kommen mag. Die Linke will auch international einen Politikwechsel. Und genau deswegen werden wir uns nicht an außenpolitischen Abenteuern oder Kriegseinsätzen, Kreuzzügen des Westens beteiligen. In dieser Frage gibt es bei uns kein Wanken und kein Schwanken. Denn wir wissen, wahrhaftes globales Heldentum beginnt damit, das Falsche zu unterlassen. Unbedingt zu unterlassen ist eine imperiale Außenpolitik, die andere Regionen nur zum Spielball der eigenen Interessen macht. Unbedingt zu unterlassen ist die ökologische Verwüstung ganzer Landstriche, die Unterstützung von Terrorpaten wie Saudi-Arabien. Unbedingt zu unterlassen ist die Beteiligung an der Überfischung der Küsten vor Afrikas Küsten. Unbedingt zu unterlassen ist die Beteiligung westlicher Konzerne am Landraub. Ja, wir brauchen einen gerechten Welthandel, denn nur der ermöglicht Entwicklung vor Ort. Zudem sollte sich die deutsche Regierung international für ein neues Bündnis einsetzen. Ein Friedensbündnis, das Fluchtursachen nachhaltig bekämpft. Und diese Bündnispolitik könnte anknüpfen an der Tradition der blockfreien Staaten. Mögliche Partner wären Länder im Süden Europas wie Griechenland, Portugal, vielleicht demnächst Spanien. Einige Länder in Lateinamerika, in denen der Neoliberalismus nicht das Ruder in der Hand hat. Und eine solche Bündnispolitik des Friedens wüsste zudem ganz genau, dass es im Nahen Osten und gerade in Syrien keine nachhaltige Lösung ohne die Kurdinnen und Kurden gibt. Und deswegen würden wir sie überall offensiv in jede Friedensverhandlung mit einbeziehen. Vor einer Woche bei ihrem Besuch in Istanbul lehnte Angela Merkel ein Treffen mit Selahattin Demirtas, dem Vorsitzenden der HDP, ab. Erneut kuschte Merkel vor Erdogan. Die HDP hat es geschafft, die Sache der Kurden zu verbinden mit dem Kampf um Geschlechtergerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit. Und sie hat damit den Sprung über die 10%-Hürde geschafft
und es ins türkische Parlament hinein geschafft. Und von Erdogan wird sie nun auf Schärfste bekämpft. Er will sie aus dem Parlament rausschmeißen und vors Gericht stellen. Und während Angela Merkel vor Erdogan kuscht, stehen wir klar an der Seite der Kurdinnen und Kurden. Das tun wir nicht nur in Talkshows und auf Demos. Nein, Bodo Ramelow hat als Ministerpräsident ganz bewusst die Staatskanzlei geöffnet für das kurdische Nevros-Fest. Lieber Bodo, vielen Dank für dieses klare Statement. Davon könnten sich andere Ministerpräsidenten noch echt eine Scheibe abschneiden. Liebe Genossinnen, liebe Freunde der HDP, gemeinsam mit euch rufen wir für Freiheit und Frieden in der Türkei und in Kurdistan. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, dieses Land verändert sich und wir sind alle mittendrin. Das, was früher woanders war, ist jetzt auch alles hier. Die Flüchtlingsbewegung hat etwas sichtbar gemacht, was lange verdrängt wurde. So hat die Außenpolitik von NATO-Staaten Bürgerkriege angeheizt. Diese Kriege wiederum trieben Menschen in die Flucht. Lange Zeit spielte sich das außerhalb der EU statt. Nun führen uns Geflüchtete direkt vor unserer Haustür die Folgen vor uns vor Augen, dass Krieg die Fluchtursache Nummer eins ist. Oder die Handelspolitik der EU entzieht Millionen Menschen in Afrika ihre Lebensgrundlage. Die schrecklichen Folgen waren für uns lange Zeit gut verdrängbar, weil sie komfortabel weit weg waren. Mit den Fluchtbewegungen kommen nun auch die Zeugen jener Ausbeutung direkt zu uns. Es fällt uns also zunehmend schwer, die Folgen unseres Handelns zu verdrängen. Denn die ganze Welt findet jetzt auch bei uns statt. Es gibt kein Außen. Das ist auch eine Chance, denn das Versprechen der sozialen Gerechtigkeit zu erneuern, geht nur mit Weltoffenheit. Und damit meine ich nicht, dass naive Multikulti ja derjenigen, die im Zweifelsfall dann ihre Kinder in Privatschulen schicken, wenn der Migrantenanteil in den öffentlichen Schulen zu hoch wird. Damit meine ich schlichtweg eine alte sozialistische Erkenntnis, da die Ausbeutung keine nationalen Grenzen kennt, darf sich die Solidarität nicht auf den nationalen Tellerrand begrenzen. Und insofern bin ich froh, dass wir als Linke in der Flüchtlingspolitik auch in schweren Zeiten klaren Kurs gehalten haben. In dieser Frage gibt es für uns kein Wackeln. Hier zeigen wir eins, verlässlich Haltung. Wir stehen gemeinsam für Willkommenskultur. Als CDU und SPD das Asylrecht verstümmelten, da standen wir. Da war es im Bundestag für Sarah und mich, in Thüringen für Susanne, in Brandenburg und Christian klar. Zu diesem Angriff auf das Asylrecht sagen wir Nein und das geschlossen. Welche Partei hat in dieser Frage solch eine Form von Geschlossenheit an den Tag gelegt? Keiner. Und genau darauf kommt es an, gemeinsam handlungsfähig zu sein. Wir wollen das Versprechen der Gerechtigkeit erneuern und das als internationalen demokratischen Sozialismus. Dazu müssen auch wir als Organisation uns weiterentwickeln. Wenn wir auf ein einfaches Weiter-so setzen, würde es zwar auch irgendwie weitergehen, aber wir werden womöglich an den Herausforderungen vorbeisteuern. Nun müssen wir nicht alles anders machen, aber so manches geht widerständiger und frecher. So sollten wir uns selbstkritisch eingestehen. Das, was Greenpeace bei TTIP geleistet hat, das wäre unser Job gewesen. Wir hätten der Geheimniskrämerei von EU und USA einen Strich durch die Rechnung machen müssen. Da waren wir schlichtweg zu zaghaft. Widerständigkeit ist ja übrigens auch kein Privileg der Jugend.
Die Berliner Seniorinnen und Senioren in der stillen Straße haben es vorgemacht, wie kämpferisch Menschen auch im höheren Alter sein können. Als ihre Begegnungsstätte gekürzt werden sollte, haben sie sie schlichtweg besetzt. Von diesem Beispiel, ja, ich finde, das verdient auch Beifall. Und von diesem Beispiel können wir lernen, wenn es darum geht, die Rentendiskriminierung Ost anzugreifen. Stellen wir uns doch einfach mal vor, Seniorinnen und Senioren würden vor die Büros von CDU und SPD ziehen und dort deutlich machen: Wir lassen uns hier nicht länger mit Kaffee und Kuchen abspeisen. Euer beständiges Spielen auf Zeit in der Frage der Rentengerechtigkeit lassen wir euch nicht länger durchgehen. Wir wollen die Renteneinheit jetzt, ansonsten droht hier ein Aufstand der Alten. Das wäre doch mal was. Und wenn die Alten den Aufstand wagen, dann sollten das auch die Linksjugend unterstützen. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, zur notwendigen Erneuerung gehört auch, immer wieder auszustrahlen, dass wir uns mit all jenen verbünden wollen, die an der Erneuerung dieses Versprechens mitwirken wollen. Und das reicht von den vielen, die Abkommen wie TTIP und CETA stoppen wollen, über die vielen in Gewerkschaften, bis zu denjenigen, die für ein Recht auf Stadt oder Freiheit im Netz streiten. Und insofern freue ich mich sehr über die Entscheidung, so mancher linker Ex-Piraten nun mit uns zusammenzukämpfen. Und stellvertretend für viele möchte ich Anke Domscheit-Berg benennen. Anke, die entschlossen hat, im Brandenburger Wahlkreis Steinmeier für uns herauszufordern. Anke ist Netzaktivistin, Feministin, aktiv in der Flüchtlingssolidarität. Sie ist bekannt als eloquente Kämpferin für mehr Transparenz und Demokratie. Liebe Anke, herzlich willkommen, freuen uns sozusagen auf das, auf dieses Duell zwischen dir und Steinmeier. Die Verbindung mit Bewegung, die Mobilisierung kritischer Köpfe, die Verschiebung des Zeitgeistes, all das ist die Grundlage dafür, dass wir Durchsetzungsmacht bekommen. Ja, das ist die Grundlage für das Wahljahr 2017. Wenn wir die Chance haben, die Austerität zu stoppen, die Amtszeit von Angela Merkel zu beenden und damit den Einfluss dieses irren Grenzfetischisten aus Bayern zu begrenzen, den Aufstieg des Rechtspopulismus zu stoppen und einen wirklichen Politikwechsel einzuleiten, ohne unsere roten Haltenlinien zu überschreiten, dann sind wir dabei, aber nur dann. Und, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns eins klar halten. Wir sind keine willfährigen Mehrheitsbeschafferinnen für andere Parteien. Mit den anderen Parteien und insbesondere mit der SPD setzen wir uns auf Augenhöhe auseinander. Denn inzwischen ist doch klar, wir sind das Original. Wir sind die soziale Schutzmacht im Alltag. Wir erneuern das Versprechen sozialer Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert. Und daran ändert auch der aktuelle SPD-Schlingerkurs nichts. Wenn Sigmar Gabriel heute für Gerechtigkeit spricht, dann kann er morgen schon wieder den Patrioten und übermorgen den Kumpel der Konzerne geben. Diese Politik nach Windbeutelart, die ist einfach nicht glaubwürdig. Tut mir leid. In den Debatten der letzten Wochen meinten einige, wir sollten mehr über unsere Schwächen reden. Wisst ihr, meine Veranstaltungen sind immer so angelegt, dass auch viel Zeit zum Austausch und zum Zuhören bleibt. Insofern weiß ich um viele Sorgen. Aber ich erlebe eben auch immer wieder so viel Ermutigendes, wie das tolle Pfingstcamp der Linksjugend Sachsen, wie den Kreisvorsitzenden in Baden-Württemberg, der nach einer verlorenen Wahl den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern wacker die nächste Aktion plant, wie die Genossinnen im Plauen, die immer wieder aufs Schärfste angegriffen werden von Rassisten und trotzdem weiter Flagge zeigen, oder die Linksjugendgruppe in Stralsund. Als die Flüchtlingsfrage brisant wurde, kamen sie zu uns. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit,
in der Flüchtlingssolidarität und bei den Linken zu sein. Mittwochs geht es ins Flüchtlingsheim, Donnerstag trifft sich Solid. Diese Beispiele stehen stellvertretend für viele und ich finde, diese Beispiele gehören weitererzählt und nicht nur das Genöle und nicht nur die Sorgen. Die Frage ist doch, wem nützt es denn, wenn wir am Ende alle mit hängenden Mundwinkeln und hängenden Schultern rumlaufen? Also uns ganz bestimmt nicht. Und in diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an die tausenden aktiven Mitglieder, die teilweise massiven Anfeindungen und Angriffen von rechts ausgesetzt sind und nicht klein beigeben. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr seid echte Mutmacher. Dank euch sind wir die Partei der Hoffnung. Habt vielen Dank und macht weiter so. Nicht zuletzt, unsere Geschichte stimmt mich zuversichtlich, dass wir die Kraft für Erneuerung haben. Wir tragen in uns die Erfahrung eines tatsächlichen Neubeginns, einer Neuerfindung nach der Wende. Viele von uns erlebten einen gesellschaftlichen Neubeginn, der die Freiheit versprach und am Ende doch nur für die meisten die Freiheit des Marktes brachte. Es war eine demokratische Wende, die Millionen ökonomisch ins Elend stürzte und ihre kulturellen Lebensleistungen entwertete. Viele von uns, besonders im Osten, haben daher eine bewusste Erinnerung, was es heißt, quasi in ein neues Leben zu treten. Und dass wir heute hier sind, ist der unumstößliche Beweis dafür, dass das gelungen ist. Darauf können wir stolz sein. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, welches Ausmaß der Rechtsruck hierzulande nehmen kann, das war am 1. Mai in Zwickau zu beobachten. Ein rechter Mob kaperte mit seinem Gebrüll die Veranstaltung zum 1. Mai. Die Rednerinnen wurden niedergebuht, ganz gleich, ob es sich um Gewerkschafterinnen, SPDler oder Linke handelte. Zwickau zeigt, die rechte Ausgrenzung kann inzwischen jeden treffen, der nicht komplett auf Rechtsruck einschwenkt. Und als auf dem parallel tagenden AfD-Parteitag von diesen Vorkommnissen berichtet wurde, da gab es dafür tosenden Beifall. Auf eben jenem Parteitag beschloss die AfD, der Islam führe nicht zu Deutschland. Und angesichts von Zwickau drängt sich doch die Frage auf, wen trifft ihr Ausgrenzungszwang als nächstes? Die Linke, vielleicht Journalisten, SPD, Gewerkschafter? Wisst ihr, ich musste in letzter Zeit oft an den bekannten Ausspruch von Martin Niemöller denken, der mit den bekannten Worten beginnt: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Kommunist. Und wir alle wissen, wie es weiterging im Gedicht und in der Geschichte. Liebe Genossinnen und Genossen, der Kampf gegen Rassismus und Rechtspopulismus ist nicht einfach. Doch Ausgrenzung und Menschenhass dürfen nicht den Ton angeben. Insofern sind wir gefragt, alles zu tun, was dem Rassismus das Wasser abgräbt. Dazu verpflichten uns Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Zum Glück erleben wir hierzulande nicht nur ein Anwachsen des Rechtspopulismus, sondern auch die Kräfte der Solidarität. Dazu gehören nicht nur die vielen in der Flüchtlingshilfe, die sich in Kleiderkammern engagieren oder auf dem Mittelmeer Geflüchtete vom Ertrinken retten. Dazu gehört auch große Organisationen, traditionsreiche wie Gewerkschaften, Kirchen oder Sozialverbände. Noch ist offen, wer in dieser Polarisierung die Oberhand gewinnt. Aber fest steht, diese Gesellschaft steht vor einer Weggabelung und die Frage ist eine grundlegende. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Einer der Ausgrenzung oder der Solidarität? Gegenwärtig bestimmt das Lager der Solidarität nicht die Debatten. All die vielen handeln zu vereinzelt oder werden niedergebrüllt von den Rassisten. Und in dieser so brisanten Zeit kommt uns eine besondere Verantwortung zu. Ich meine, wer
wenn nicht wir, hat das Zeug dazu, zum Kristallisationspunkt dieses Lagers der Solidarität zu werden. Und wenn so tolle Leute zu uns kommen, auch so unterschiedliche Leute wie Ulrich Schneider und Anke Domscheit-Berg, dann muss ich sagen, ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, dass wir zum Kristallisationspunkt des Lagers der Solidarität werden. Lasst uns deshalb immer wieder deutlich machen, Solidarität ist praktisch. Und lasst uns dafür sorgen, dass sich Folgendes rumspricht. Solidarität hat hierzulande einen Namen und dieser lautet Die Linke. Liebe Genossinnen und Genossen, jede linke Politik, das wusste schon Ferdinand Lassalle, beginnt mit dem Aussprechen dessen, was ist. Mit dem Aussprechen dessen, was ist, der schonungslosen Kritik der Verhältnisse, sind wir schon gut. Erfolgreiche linke Politik darf aber dabei nicht stehen bleiben. Es geht auch darum, Lust zu machen auf die Zukunft, Mut und Zuversicht zu verbreiten und diesen Mut auch praktisch zu machen, das Morgen schon im Heute sichtbar zu machen. Ja, es liegt auch an uns, ob die Zukunft links wird. Haben wir den Mut zu kämpfen? Haben wir auch den Mut, erfolgreich zu sein? Denn das gesellschaftliche Lager der Solidarität und der Emanzipation, die Partei Die Linke, wir sind viele, wir sind mehr, als wir denken. Also wagen wir wieder Zuversicht, liebe Genossinnen und Genossen, für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Danke. Arbeitslosen- und Sozialversicherung, damit jeder in allen unterschiedlichen Ländern arbeiten kann, ohne große bürokratische Hürden und für einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Kurzum, mein Herz schlägt für ein Europa, in dem soziale Garantien und Klimaschutz Verfassungsrang haben und das Handeln bestimmen. Sind die EU-Eliten so unendlich weit entfernt. Und deshalb muss dieses Europa neu begründet werden. Deshalb verbünden wir uns mit anderen Linken in ganz Europa. Um die Kräfteverhältnisse auf diesem Kontinent zu verschieben, befördern wir, wo wir nur können, eine europäische Bewegung. Und diese Bewegung reicht von den Platzbesetzungen im Süden über die M25 mit Yannis Varoufakis bis hin zu Jeremy Corbyn. Uns eint ein Ziel. Austerität und Abschottung gehören abgewählt und zurückgedrängt, und zwar in ganz Europa. Um zukunftsfähig zu sein, müssen wir den Wandel der Arbeits- und Lebenswelt zum Ausgang nehmen. Der Gedanke der Solidarität machte einst die Gewerkschaften stark und die Sozialdemokratie stark. Wenn morgens alle gemeinsam durchs Werkstor gehen, da ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit auch leicht greifbar. Aber das, was einst als Proletariat, als Arbeiterschaft galt, setzt sich neu zusammen. Es gibt Migration. Wer von uns lebt denn noch dort, wo er geboren wurde? Wer von uns arbeitet noch dort, wo er aufgewachsen wurde? Menschen kommen zu uns, andere gehen weg. Und in diesen Zeiten braucht es ein erneuertes Verständnis von gemeinsamen Interessen.
Es braucht eine Solidarität, die wie ein rotes Band all jene verbindet, die nur ihre Arbeitskraft als Ware haben. Und dieses Band der Solidarität muss reichen von der Kernbelegschaft, den Leiharbeitenden, dem Erwerbslosen oder der Erwerbslosen, der Solo-Selbstständigen am Laptop bis hin zum illegalisierten Migranten. Das ist die Bandbreite von Solidarität heute. Gerade wenn sich alles immer schneller verändert, braucht es auch verlässliche Größen. Und dazu gehört unbedingt und unverhandelbar soziale Gerechtigkeit. Deshalb verteidigen wir jede Wohnung gegen Räumung. Deshalb kämpfen wir gegen jede Kürzung bei Bildung, Frau. Das Versprechen der sozialen Gerechtigkeit in dieser globalisierten Welt zu erneuern. Doch dieses Versprechen kann heute belastbar nur als internationaler demokratischer Sozialismus erneuert werden. Und zu dieser linken notwendigen Erneuerung gehört eine handlungsfähige, europaweite Bewegung, die ein demokratisches und soziales Europa neu begründet. Zweitens, dazu gehört, den Wandel in der Arbeitswelt zum Ausgang zu nehmen. Drittens, verlässlich soziale Schutzmacht im Alltag zu sein. Viertens, die Bereitschaft, sich mit dem Superreichen und dem Finanzkapital so richtig anzulegen. Und fünftens, eine konsequente Friedenspolitik und eine neue internationale Bündnispolitik. Und all das ist undenkbar ohne grenzübergreifende Solidarität und ohne Weltoffenheit. Zur Neubegründung Europas. Wir tragen hier als Linke in Deutschland eine besondere Verantwortung dafür, die Austerität, also die Politik der Kürzungsdiktate, zu Fall zu bringen. Wir sind die Linke im wahrscheinlich mächtigsten Land Europas. Wir sind die Linke im Herzen des Krisenregimes. Versagen wir, so wird es für alle Linken in Europa schwerer. Gewinnen wir, so wird es für alle leichter. Und so ist es unsere Aufgabe, die Heuchelei der EU-Eliten offenzulegen und Klartext zu reden. Als es darum ging, die Kürzungsdiktate durchzudrücken, da haben die EU-Eliten zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Und in der Flüchtlingsfrage waren sie nicht in der Lage, zusammenzukommen. In der Flüchtlingsfrage haben sie all die Werte, die sie davor noch gepriesen haben, verraten. Das ist die Realität in dieser EU. Und all den Regierungschefs, die den dreckigen Deal mit der Türkei zur Flüchtlingsabwehr abgeschlossen haben, den möchte ich in ihre Gesichter schreien. Bei wie vielen Toten im Mittelmeer und auf den Fluchtrouten liegt denn eure persönliche Schmerzgrenze? Bei wie vielen toten Kinderleichen im Mittelmeer liegt denn eure persönliche Schmerzgrenze? Deshalb brauchen wir ein ganz anderes Europa, ein Kontinent der Gerechtigkeit und des Friedens. Und ich streite für solch ein Europa. Für ein Europa, das nicht in Stacheldraht und Flüchtlingsabwehr investiert, sondern in Flüchtlingsschutz und Frieden weltweit. Für ein Europa, in dem niemand betteln muss, sondern die große Idee von Rosa Luxemburg, dass alle soziale Garantien des Lebens haben, verwirklicht ist. Für eine europäisch koordinationale Politik ist im Umbruch. Wir haben die Zeit der Kriege und der großen Fluchtbewegung. Außenpolitik lässt sich eben nicht in der Gefolgschaft, also eine verantwortungsvolle, eine friedliche Außenpolitik lässt sich eben nicht in der Manier der neuen Mitte in der Gefolgschaft der USA durchsetzen. Wir brauchen eine neue, eine wirkliche Friedenspolitik ohne Waffen und ohne Interventionskriege. Hinzu kommt, Europa ist auf dem Weg zu einem Kontinent der Einwanderung, wo es vielfältige Identitäten gibt. Doch diese neue Welt gestaltet die Sozialdemokratie nicht mit. Sie verwaltet vielmehr ihren fleischgewordenen Opportunismus. Und da scheint ja sogar der Papst weiter, sodass selbst ich als Laizistin ihn mal zitieren muss, denn wie schön sind die Städte, die das krankhafte Misstrauen überwinden. Wie schön sind die Städte, die reich sind an Räumen, die verbinden und die Anerkennung der anderen begünstigen. Zitat Ende. Ja,
Integration, wie wir sie meinen, beginnt damit, den anderen willkommen zu heißen und beginnt damit, Räume für Begegnung zu schaffen. Und es ist doch bezeichnend, wenn sogar der Papst in puncto Einwanderung weiter ist als die Sozialdemokratie. Um es zusammenzufassen, die schwindende Bedeutung von Nationalstaaten, Globalisierung, technischer Fortschritt, der Wandel der Arbeitswelt, all das verändert die Bedingungen von Politik in einer Art und Weise, die ein sozialdemokratisches Weiter-so unmöglich machen. Und ich sage das ohne Häme, denn auch ich kenne viele redliche Sozialdemokraten. Aber auch sie konnten nicht verhindern, dass in den großen Fragen und Konflikten der letzten Zeit, sei es die Friedensfrage, die Fluchtfrage und der Eurokrise, die Sozialdemokratie in ganz Europa ein Totalausfall war. Und nur um Missverständnisse auszuräumen oder zu vermeiden, wenn ich hier die SPD kritisiere, so rede ich wahrlich nicht einer Stärkung der Union das Wort. Diese CDU mit ihrer schwarzen Null ist doch der Garant für mehr soziale Verunsicherung. Und Angela Merkel hat an ihrer Seite bekanntlich Horst Seehofer. Und wer will schon eine Regierung, die von diesen irren Grenzfetischisten aus Bayern permanent getrieben wird? Angesichts dieser Entwicklung, liebe Genossinnen und liebe Genossen, fällt uns eine Aufgabe zu. Und zwar die Aufgabe von Häusern oder sozialen Diensten. Und lasst uns immer wieder deutlich machen, wir, die Linke, wir sind die soziale Schutzmacht im Alltag. Wir sind die soziale Schutzmacht in diesem Land. Mit Sozialabbau und Sanktionssystemen wie Hartz IV schließen wir keinen Frieden. Niemals! Und in diesem Zusammenhang ist es mir auch ganz persönlich eine große Ehre, ein neues Mitglied in unseren Reihen zu begrüßen. Ulrich Schneider ist Autor vieler lesenswerter Bücher, ein hartnäckiger Streiter für die Rechte der Armen, seit 1999 Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und obendrein spielt er in einer Rockband. Herzlich willkommen, Ulrich Schneider, in unseren Reihen. Wir freuen uns sehr. Genossinnen, liebe Genossen, soziale Gerechtigkeit lässt sich heute nur noch im Vorwärtsgang verteidigen. Wer soziale Gerechtigkeit will, muss die Kämpfe um eine andere Zukunft aufnehmen und das heißt eintreten für einen demokratischen Sozialismus. Wenn wir die Wirtschaft demokratisieren, das Öffentliche stärken und vergesellschaften, dann können sich die Lebensperspektiven grundlegend verändern. Um in diesem Sinne voranzukommen, müssen wir uns mit den Ratingagenturen, dem Finanzkapital und den Superreichen anlegen. Je konkreter wir das tun, desto wirksamer. Dazu ein Beispiel. Mit den Panama-Papieren wurde ja öffentlich, dass Milliarden am Fiskus vorbeigeschmuggelt wurden. Schon das ist empörend. Der eigentliche Skandal beginnt doch schon viel früher. Ja, was sind denn das für Verhältnisse, die es Einzelnen ermöglichen, so viel Geld auf einmal anzuhäufen? Ein Reichtum, der mit nichts, aber auch nichts zu rechtfertigen ist. Nehmen wir zum Beispiel VW. Ein Vorstandsmitglied bekam dort 2015 das 222-fache der niedrigsten Einkommensgruppe bei VW. Das 222-fache. Haben die wirklich das 222-fache geleistet? Hier sind Obergrenzen nicht nur angebracht, sondern längst überfällig. Obergrenzen für Einkommen in einem Unternehmen sollte beim 20-fachen des niedrigsten Einkommens Schluss sein. Und ein Manager, der mit 1 Million nach Hause gehen will, muss der Reinigungskraft 50.000 Euro zahlen. Und wer nicht in der Lage ist, die niedrigsten Einkommensgruppen ordentlich zu bezahlen, der hat auch keine. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, verehrte Gäste, die Gesellschaft verändert sich und das stellt uns vor neue Herausforderungen. Die Märzwahlen waren für uns bitter,
Und sie haben uns noch mal eins ganz deutlich gemacht. Abstiegsängste und Hoffnungslosigkeit sind ein guter Nährboden für Rechtsradikalismus, für Rassismus und für Rechtspopulismus. Wer also vom Rassismus redet, darf vom Neoliberalismus nicht schweigen. Für uns folgt daraus zweierlei. Wir müssen einerseits verlässlich Haltung zeigen und unverändert ein Bollwerk gegen Rassismus und Rechtspopulismus sein. Und wir müssen zudem offensiv um Veränderungen kämpfen und für soziale Garantien streiten. Politik ist aber nicht nur eine Frage der besseren Forderungen. Es ist auch eine Frage von Mehrheiten. Dabei geht es um Kräfteverhältnisse, um gesellschaftliche Bewegungen, um Kämpfe. Und ja, es geht dabei auch um Macht. Und deshalb betrifft uns der Niedergang der Sozialdemokratie in ganz Europa. Einst stand die Sozialdemokratie für soziale Gerechtigkeit. Ihr Herz galt der Arbeiterschaft, ihre Machtzentren waren die Industriestädte. Doch diese Epoche der Sozialdemokratie ist vorbei. Sie liegt in ganz Europa am Boden und wird vom transnationalen Kapital und von Konservativen am Nasenring durch die Manege gezogen. Das sozialdemokratische Gerechtigkeitsversprechen, das kann mit Ihrem Ansatz nicht mehr eingelöst werden. Die SPD will vielleicht, aber sie kann nicht. Und das hat etwas mit Veränderungen zu tun. Die nationalen Parlamente sind immer machtloser und werden durch Erpressung gezwungen, menschenfeindliche Kürzungspolitik durchzusetzen. Der alte Klassenkompromiss, von dem beide Seiten profitieren sollten, ist längst von einer Seite aufgekündigt worden. Es gewinnen nur noch die einen, die Klasse der Superreichen, die einen Krieg gegen alle anderen führt. Wer also heute soziale Gerechtigkeit will, der muss bereit sein, sich mit den Superreichen und dem Finanzkapital anzulegen. Doch genau davor schreckt die Sozialdemokratie zurück. Technischer Fortschritt verändert unsere Art zu produzieren und zu kommunizieren in immer kürzeren Zeitabständen. Doch die gute alte Sozialdemokratie steht fremdelnd davor. Die